So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht gleich richtig. Und ja, dieses Video gehört absolut mal wieder zu den schwachsinnigen Videos. Und dann in diesem Video öffne ich einfach nur 12-mal die Sonderausgabe Lego Ninjago Legacy Nummer 17. Warum? Mit meinem neuen Schlangenkopf in Orange. Bevor die ganz neuen rauskommen. Es dauert ja nicht mehr lange, ich glaube noch 2 Wochen. Dann kommen die ersten neuen Sets raus. Da ist der ja in lila, so lila-blaulichen Ton. Mega cool sieht er aus. Einige Sets schon bestellt, werde ich natürlich sofort hier unboxen. Aber nicht zu kurz. Ich brauche natürlich auch Platz, wo ich die Magazine her habe. Kennt ihr ja, war vor circa 2 Wochen ist das her, wo ich das letzte Flohmarkt-Video gemacht habe, wo ich unverschämt viele Magazine gekauft habe. Unter anderem auch diesen. Und wie gesagt, habe ich 12-mal noch hier liegen. Das bedeutet 12 neue orange Schlangenköpfe. Und ihr seht selber, was das für einen Platz wegnimmt. Und ihr kennt das ja. Die liegen immer schräg und rutschen weg. Ja, ich weiß, ich meckere auf einem hohen Niveau. Aber trotzdem wollte ich euch nur mal die Menge zeigen, wie das aussieht bei 12 Magazine. Ich werde demnächst natürlich auch andere schwachsinnige Videos machen, weil da habe ich ja noch reichlich, wo viel mehr Magazine zu sehen sind. Aber auch immer die gleichen. Aber nichtsdestotrotz packe ich jetzt einfach nur 12-mal Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 17 aus. Mit dem orangen Schlangenkopf. Richtig cool. Kleber brauche ich nicht abmachen, weil ich die ja gleich sofort auspacke. Und ich habe schon so eine kleine Kiste bereitgestellt, wo die wieder reinkommen, weil ich muss die erst in meine kleine Kiste rein, um zu zählen. Dann kippe ich sie immer um in die größere Kiste. Ja. Mal bücken, ist was hingefallen. Aber nichtsdestotrotz. Schreibt immer auf jeden Fall in die Kommentare, wie findet ihr die Kombi? Okay, Kai jetzt nicht, da habe ich übertrieben viel. Aber als Bösewicht, davon eine richtig coole Menge zu haben, ist mega. Und außerdem, ich sag so, die großen Handschuhe, als die Fäuste größer sind, kriegt er bei mir nicht. Warum nicht? Die passen mehr zu Marvel. Ist leider so. Bei mir kriegt er sie nicht um. Das sieht dann ein bisschen eigensinnig, schwachsinnig aus. Ihr wisst schon, was ich meine. Mir gefällt das nicht. Aber wie gesagt, das ist immer Geschmackssache. Und ich sehe auch gerade schon, es sind nicht alle limitierte Karten in Ordnung. Mal gucken, weg. Es bleiben diesmal wohl wahrscheinlich nicht sehr viele limitierte Karten über. Warum nicht? Ich habe sie falsch gelagert in letzter Zeit. Immer nur in die Kartons rein, die ganzen Magazine. Dadurch werden eben die Karten, wenn sie verkehrt rum sind, zusammengestaucht, verknickt. Es ist verdammt ärgerlich, weil ich ein Fan der absolut limitierten Karten bin. Ihr kennt auch meine limitierten Karten, schwachsinnigen Videos. Bei den einen kommen sie gut an, bei den einen nicht. Viele sagen, oh, hast einen guten Drucker zu Hause, sind gefälscht. Nein, ich fälsche sie. Es sind alles Originale. Und ich sage es auch immer wieder, die kommen daher, weil ich so viele schwachsinnige Videos mache. Erstens, ich mache es ja, um mich abzulenken. Und zweitens ist da draußen du oder vielleicht auch du, der Spaß an sowas hat, einfach nur immer die gleichen Magazine zu sehen und dann zu sehen, was das für ein ganzer Haufen ist, welche Bösewichter ich eine richtig coole Armee machen kann. Weil, wie gesagt, eine Armee von Bösewichter, ich mag es. Ist egal, welche Bösewichter, ihr wisst ja, den schwarzen Doppelkopf, habe ich ja auch, glaube ich, insgesamt 160 Stück jetzt davon. Und von denen müsste ich jetzt so langsam auch schon von den Orangen haben. Mit diese 12 davor, 24, so an die 40 Stück sind schon. Aber es werden bestimmt noch mehr. Weil ich kenne meine Verwandten, meine Bekannten, meine Freunde und so weiter, die mir immer sowas besorgen. Finde ich auch recht nett und cool.
weil der eine geht über diese Flohmärkte, der andere über diese. Da passt das. Dann werde ich angerufen. Hör mal, meistens sagen sie mir auch nicht. Die sagen immer nur, coole Ninjago-Magazine willst du haben? 10 Stück, 20 Euro oder sowas. Das kennt ihr. Ich erkläre es ja auch immer wieder in den Videos. Oh, hier ist keine limitierte Karte dran. Ups. Da war der Kleber aber ziemlich hart. Hier ist wieder eine, aber wie gesagt, es werden diesmal ganz wenige limitierte Karten in Ordnung sein. Können wir dran lassen. Wie gesagt, ich packe es ja gleich alles aus. So, jetzt kommt das 11. schon. In Ordnung. Und hier ist es nun das 12. und letzte Magazin. Das ist die Sonderausgabe Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 17. Kostet eigentlich 5 Euro, aber ihr wisst es ja, auf dem Flohmarkt, Wochenmarkt liegen die Magazine meistens so rum bei 2,25, 2,50. Kommt drauf an, auf welchen Flohmarkt ihr geht, aber einige kennen ja auch von euch den Dortmunder Flohmarkt an der Uni. Der nehmt ihr 2,25, glaube ich, dafür. Aber da müsst ihr früh sein, wenn ihr solche Magazine haben wollt, weil wenn da bestimmte Leute sind, zum Beispiel solche wie ich, der hat nur 5 oder 10 Stück davon, sind sie eh weg. Aber nichtsdestotrotz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 limitierte Karten. Die LE2 noch heile in Ordnung. Die LE2 nur noch 9 Mal. So, und jetzt kann ich das meine vorgefertigte Kiste wieder nehmen, wo noch ein paar drin sind. Hier sind jetzt drin 2, 4, 6, 7, 12 Mal dabei, 19 Mal. Hinter mir stehen schon welche. Und ihr wisst ja, wie viel Zeit das in Anspruch teilweise nimmt. Das war jetzt, wenn man schnell vor die Kamera sein will, fällt es immer runter. Wie gesagt, die goldenen Waffen. Die Waffen tue ich immer extra weg. Das hier auseinanderreißen. Das dauert immer teilweise was. Die Hände kommen extra weg in die Kiste, weil die kommen nicht bitte rein. Dann der Schlangenkopf ist richtig cool. Kommt in die Kiste rein. Und mein Kai hat ja sowieso so viele Kisten schon, weil es gibt ja schon so viele verschiedene Ninjago-Drucks. Ist egal, ob es der blaue, der grüne oder sonst was sind. Es sind ja die letzten Jahre so viele verschiedene Ninjagos herausgekommen, die einen anderen Druck haben. Es gibt natürlich auch Drucks ältere, die sind richtig cool. Der ein oder andere weiß es vielleicht noch. Aber warum ich jetzt hier im Moment noch aufnehme, weil ich letzte Mal auch gelesen habe, oh, wenn du schon auspackst, dann zeig mal ein paar Stück, wie du sie auspackst und so. Ich verstehe da auch, wenn da der ein oder andere Spaß dran hat, wie ich die einfach nur so zusammenstecke, in eine Kiste werfe. Die Fäuste, wie gesagt, die kommen nicht dazu, weil vielleicht kriegt ein einziger, so große Fäuste, der Anführer, den baue ich dann noch ein bisschen um. Setze ich dann irgendwas anderes Farbiges noch ein, dass der auffällt, der dann die großen Fäuste hat. Das ist ein Hauptmann, Admiral, Colonel, Fuhrmann, ganz wie ihr es sehen wollt. So, eins werde ich jetzt noch auspacken und werde ich mir gleich alle anderen werde ich dann auspacken, indem ich dann den Film hochlade, für euch ins Netz stelle. Und ich hoffe, ihr lässt mir dann wieder, auch wenn es ein schwachsinniges Video ist, mal wieder ein paar Daumen hoch da. Freue ich mich immer wieder, dann weiß ich, es ist ja da draußen doch der ein oder andere, der Lust auf sowas hat. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego Ninjago
von diesen Sets, wo die mit bei sind, unter das Video verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall, da steht schon mal fest, sicher, bequem, auf jeden Fall, günstiger auch schon. Auch die großen Sets, die eigentlich teuer sind, die 84, 85 Euro kosten, gibt es schon teilweise für 69. Die kleineren habe ich letzte Zeit. Ich versuche mal, was ich finde, wo ihr zu Lust habt. Irgendwas werde ich auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Ihr habt es gesehen, schwachsinniges Video. Eure Meinung, eure Kommentare, besonders über diesen orangefarbenen Schlangenkopf als Bösewicht, als Armee, sieht er doch mega cool aus. Was haltet ihr von? Eure Meinung, schreibt es mir. Ich lese dir gerne durch, auch wenn ich nicht immer alles antworte. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.